Willkommen zu Gaming Folge 8 von Halo 4 mit mir, Jan Socek und Dima Schottin. Das ist korrekt. Wir waren gerade in dem ersten Turm von dem zwei Türmen oder drei Türmen, in denen wir drei Dinge zerstören. Willkommen bei Herr der Ringe. Willkommen, genau, echt mal so. Diese Sequenzen wechseln sich immer ab mit wunderbaren Flugsequenzen. Also die Turm-Kaputti-Sequenzen. Und Turm macht irgendwelche Kristalle kaputt. Genau, und das ist immer noch Halo 4, wie bereits erwähnt. Haben wir den Teil schon gesagt? 8 ist es. Ne, könnt ihr lesen. Genau. Guckt euch alle Teile davor bitte an, sonst macht das hier nicht viel Sinn. Es sei denn, es ist super. Ich glaube, diese Folge könnte ganz toll werden. Hm, wo, was lässt dich darauf? Keine Ahnung. Okay. Ich finde es übrigens auch gut, wie du immer die Anfänge machst. Das hört sich immer so an, als würdest du gerade auf dem Klo sitzen. Hä? Inwiefern? Willkommen zu Halo. Ja, weil du mein sagst es immer so unter Druck. Mein Hirn muss erstmal hochfahren. Oh. Erstmal so. Das ist so wie Alvins Rechner. Ja, du denkst, gleich eine Nuklearrakete fängt an zu steigen. Deswegen habe ich auch. Haben wir eigentlich Raketen? Oh, scheiße, das war ein Fehler. Oh. Gut, wir sind wieder eingestiegen. Okay. Das ist ein Battlefield-Moment. Alter. Kennst du diese Videos, wo einer ja, aussteigt, Sniper, und einen anderen entert? Genau, ja, wegsnipert und dann in das Flugzeug von dem, den er weggesnipert hat, rein. Das ist so falsch, auf so viel Ebenen. Haben wir eigentlich aber auch so richtig. Alter, guck mal, wir haben das Spartan-Laser, was eigentlich eine Waffe ist, wie man da oben sieht. Aha. Dann können wir das auch benutzen. Der ist aber scheiße, wie ich gerade ja, sehe. Ja, der ist so ein bisschen, ich meine, ja, man muss gut, treffen. Er braucht nur zwei Treffer, aber dennoch ist es ein bisschen kacke. So eine Railgun. Ja. Also es ist halt schwierig, weil man sich selber so komisch wobbly bewegt, aber der Laser halt extrem präzise nach vorne geht. Das Einzige, was ich hier gerade komisch finde, sinken tue ich mit LB, wie wir vorhin in der letzten Folge schon herausfanden, ja. Aber steigen tue ich mit A. Gut, es na, macht klar. Sinn, weil A springen ist, ne, und aha, bewegt sich auch im Sprung nach oben. Ja. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das ist so ein bisschen wie Schwimmen. Kann der Master Chief überhaupt schwimmen? Gibt es überhaupt Nein. Wasser in diesem Spiel? Okay. Wasser gibt es ja. In Halo 3 gab es ja diese krasse Wasser-Engine. Falls du dich entsinnst. Aber sind da die Leichen nicht einfach auf dem Wasser ja. gefloatet? Und warum kann er dann nicht fucking... Ich weiß nicht. Man ist nie so häufig im Wasser. Und ich hab's gerade hart im Nacken. Was ist da los? Die Faust im Nacken. Wow, das sieht genauso aus wie die, das letzte Level. Das könnte einfach das... Aber das hier sieht anders aus. Ja, gut. Scheiße. Nein. Hey, Portalbrücken. Ja. Ich glaube, die vertraue diesen Brücken hier. Guck mal, hier sind mal Waffen. So sollte es immer sein. Und was sind das für welche? Wieder Karabiner? Ja, das sind diese Alien-Waffen vor allem. So, aber jetzt müssen wir Brücken aktivieren. Brücken aktivieren, Kerne neutralisieren, Türme putz machen... Und den Didaktiker daran hindern, den wen zu suchen? Aber wir suchen, glaube ich, niemanden. Der will einfach nur alle digitalisieren wieder. Ich weiß auch nicht mehr. Aber der das ist alles so furchtbar. Der Didaktiker ist doch nicht der gleiche wie... Wie hieß denn... Ist der Didaktiker dieser dicke Typ, der... Der in der Zwischensequenz, der böse Mann? Ja, das okay. ist der Didaktiker. Aber es gibt dann noch einen irgendwie? Nö, das gibt nur den. Aber der sucht doch gerade... Verdammt, wir haben gerade nicht die richtige Waffe für die. Lass mich mal kurz gucken. Das ist die schnellste Brücken. Ja, Plattform der Welt. Das ist so wie in Halo 2, da gab es auch so ein Brückending. Und das machst du sogar zweimal. Aber da kommt dir auch noch eine andere Brücke entgegen und die enterst du dann. Allianz, ach was! Also Slow-Mo Battlefield Moment. Ja. Wenn dir die andere Brücke entgegenkommt und du killst jeden auf der Brücke und springst dann auf die Brücke und übernimmst sie. Naja, und du springst dann halt wieder zurück, weil du musst ja in die andere Richtung. Ach so. Die kommen sich dann so entgegen. Ach, guck mal, wir könnten da jetzt... Aha, ich verstehe, ich wechsle mal die Waffe. Weiß nicht, ich finde auch nur hier diese Aliens, die Grunts und so, die machen Spaß zu bekämpfen. Ja, die Kleinen, die fressen ja auch nicht irgendwie 1000 Kugeln, bevor sie da gehen. Ja, sondern die sind groß. Ja, stimmt. Ich meine, darum ging es ja in Halo. Du bist meistens näher dran an denen. Im Konsolen-Shooter... Da hast du halt große Ziele, weil du nicht so
sensibel bist, ja, wie mit Maus und Tastatur. Deswegen haben sie ja große Gegner gebaut. Das Fadenkreuz ist der halbe Bildschirm. Place. Die Gegner müssen dementsprechend irgendwie. Weil ein Quake und so würde halt nicht ordentlich funktionieren. Oh, scheiße. Wenigstens hast du ihn mitgenommen. Ja. So, schön. Das ist auch unspeeded. Ich meine, deswegen ist es ja auf Konsole ein Konsolenshooter, noch einer. Ja, ja. Weil es dafür angepasst ist. Okay, wir machen Gegnermodelle größer. Ja, wir machen Fadenkreuz dicker. Beziehungsweise, wir machen Auto-Aim rein. Das ist eben ist. Und was machen sie hier? Sie machen kleine, schnelle Gegner rein. Das ist echt nicht. Das ist ja. Das ist es ist kontraproduktiv. Reverse, genau. Entgegen der eigentlichen. Ich meine, vielleicht denken sie, okay, die Leute sind besser geworden in diesen Konsolenshootern und wir müssen jetzt Call of Duty wieder machen. Naja, sogar Call of Duty ist da, glaube ich, ein bisschen. Ah, nicht viel. Echt? Naja. Vor allem die Gegner schlucken einfach weniger bei Call of Duty. Du ballerst da irgendwie drei Salven und dann sind die down so. Und hier rennt Circle Strafes so um die herum, die teleportieren sich weg, strafen selber hin und her. Diese Flugteile, diese derbe Schnellen und so. Guck mal, das ist ein großer Gegner, zack. Ja, der nimmt ordentlich Bildschirm ein. Der kommt hier. Hallo? Hallo? Laden sich deren Schilde auch auf? Ja. Okay. Ja gut, das ist ja eigentlich ganz interessant, weil es Wobei ja eigentlich nur die Eliten. Okay. Die Schilder. Deswegen hast du ja auch dieses System. Mit... Du machst erst Schaden, machst das Schild weg und schlägst dann nochmal nach. In der Theorie, ja. So, bam. Schild weg. Au. Uiuiui. Zack, tot. Fuck. Ich hatte gehofft, dass die anderen dann aufhören, auf mich zu schießen. Ach, es gibt Blut in dem Spiel? Ja. Irgendwie habe ich das noch nie so richtig realisiert. Also so, doch. Ich meine, gut, diese komischen digitalisierten Dinger bluten irgendwie gelb. Aber rotes Blut... Ja, wie sollen sie sonst bluten? Bla. Ich glaube, es könnte sein, dass sie ab und an auch mal... Also wir haben schon immer rot geblutet, aber die Aliens bluten ja zum Beispiel blau. Das sieht man ja irgendwie nie, wie wir herumbluten. So. Doch, es gibt mal das. Es gibt ja nicht so viele menschliche Gegner. Achso, ja, das ist wahr. Ich sehe schon, das ist dann in Halo 6. Einfach menschliche Gegner. Ja, dann ist es full on Call of Duty. Ich sehe das vor mir. Und mit menschlichen Gegnern. Und dann ist diese, wie ist das nochmal, wie heißt das, Reclaimer-Trilogie, endlich abgeschlossen. Full Circle. Oh, fuck it. Ja, das ging doch klar. Aber ist der Jump immer noch so floaty bei den Neuen? Weil das ist so ein bisschen das, was für mich Halo ausmacht, dass man so ewig in der Luft bleibt. So. So, naja, schon. Okay, weil, also, es muss sich ja trotzdem wie ein Halo anfühlen für die Leute, die das dann ja, irgendwie... Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann ja nicht komplett Call of Duty werden. Nee, also komplett ist es nie. Wobei man sagen muss, also Halo 5 ist halt so das unhaloigste, was man haben kann. Das heißt, also sehr direkt alles. Das funktioniert ja auch gut, aber es ist halt kein Halo-Gefühl. Mhm. Muss man halt auch sagen. Ja, ja. Naja, ich meine, gut, hängt das. Und da muss man halt sich fragen, okay, war das Halo-Gefühl so geil? Dass man es das ist natürlich klar, das sollte man sich fragen. Weil ich so denke, naja... Es ist halt ein entspanntes Ding, ne? Ja, weil man so ein bisschen träge ist und rumschwebt. Ja, und die Gegner halt auch. Und es funktioniert miteinander, ne? Das ja. ist das. Ja, genau, das wäre halt es wichtig. Es muss halt im Universum funktionieren. Alter, ich... Hä? Was habe ich gemacht? Ich kann doch sprinten, LBs sprinten. Ah, okay. Also auch so die letzte Taste, wo du einen Sprint vermutest. Ja. Na, wobei Battlefield macht das, glaube ich, auch, oder? Teste mal, wie sieht das aus? Ah ja, okay, doch. 2 km/h schneller. Ja, echt mal. Aber mehr Headwobble. Ja. Daran erkennt man guten Sprint. Jetzt. Guten Sprint erkennt man an der Sprintleiste. Die... 10 cm. Die es nicht gibt. Die ist zu kurz. Das haben sie auch irgendwann wegrationalisiert. Die Sprintleiste? Naja, ja, also dass du jetzt einfach unendlich sprinten kannst. Beim Call of Duty konntest du zum Beispiel nur kurz, bei den ersten, als sie damit angefangen haben, sprinten und dann war halt auch mal fertig. Und du konntest halt deine Waffe auch nicht benutzen. Jetzt hast du Perks, wo du das doch machen kannst.
beim Sprinten sprayen. Ja. Und ich finde das auch total. Alter, ich habe wieder noch 32 Mag. Naja, das unterstützt dieses Run and Gun Gameplay, ne? Was ja. Für Call of Duty mittlerweile berühmt berüchtigt ist. Ja. Wobei man sagen muss, ich finde es immer wichtig, dass du sagen kannst, okay, ich möchte mich schnell einfach nur bewegen. Mhm. Vor allem im Online finde ich das wichtig. Kann aber dann nicht so schnell auf den Gegner reagieren, wenn er plötzlich vor mir steht. Also dieses Risk and Reward. Ja, das macht schon irgendwo Sinn. So, man, in diesem Sinne. Weil irgendwann, wenn beides gleichzeitig geht, dann macht es ja keinen Sinn, nicht zu sprinten. Ja, eben. Also dann, du büßt ja dann einfach nur Geschwindigkeit ein. Ja, und irgendwann, du setzt einfach deinen Autorun auf On. Genau. Und irgendwann gewöhnst du dich an diese Laufgeschwindigkeit und rennst einfach durch die Map und ballerst alle nieder, weil ja, du schneller bist als die anderen. Das ist so genauso wie bei Quake, nur andersrum. Ja. Wo du nicht sprinten kannst. Bringt es eigentlich irgendwas, mal nicht zu sprinten in Quake? Es gibt gar keinen Sprint in Quake. Wovon redest du? Naja, du sprintest ja immer, aber du kannst ja mit Shift kannst du gehen. Ach so, dann fällst du nicht von Kanten runter. Ach so. Also, wenn du an der Kante gehst, dann bleibst du stehen. Anal an der Kante. Ja. Volume 17. Anal an der Kante. Alter. Dieses Bond. Ein Magazin. Wo sind wir hier? Battlefield? Machen wir weiter. Na, Battlefield ist sogar schneller. Da ja. Gehen die sogar richtig schnell down. Teilweise. Mit so sei denn, der Netzcode ist beschissen. Ja, und diese Verbindung. Ja, aber da kann man nichts Magazin gegen machen. Magazin für Magazin. Ja. Ach, Battlefield 1, ey, ich muss das mal wieder spielen. Beziehungsweise ich muss mal überhaupt meinen PC mal klar machen. Mach das mal. Ja, ey. Ich glaube, ich muss mir einfach einen neuen kaufen. Das macht keinen Sinn, das auf meinem alten zu versuchen. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, ob ich einen Gaming-PC will oder einen Produktions-PC. Schließt sich nicht gegenseitig aus, aber nee. Die Specs müssen halt so ein bisschen. Sind jeweils keine Munition mehr, von nichts. Ja. Willkommen bei Halo 4. Fuck, ey. Wenn man so einen Produktions-PC will, dann muss man darauf achten, dass er möglichst viele Cores hat. Wenn man aber so einen Gaming-PC haben will, dann muss man darauf achten, dass möglichst viel Leistung pro Core da am Start ist. Und das ist halt so das Ding, so ein Arbeitsprogramm splittet ja seine ganzen Ressourcen ganz gerne auf die Multicore-Dinge. Und ein Spiel, ich weiß nicht, ob das so richtig angekommen ist bei den Spielen, aber die benutzen ja noch nicht so irgendwie Hexacore, Octacore-Dinge. Ja, klar nicht. So, deswegen. Die haben ja, die sind ja meistens nicht dafür. Wie dumm das ist, dadurch, dass das floatet. Guck mal. Oh Mann! Dachte ich, ich kann das hier drin positionieren, so als externes kleines Geschütz. Nope. Pustekuchen. Ach ja. Ja, aber ich glaube, ich tendiere eher zu einem Produktionsrechner. Das macht einfach mehr Sinn. Nein, der Didaktiker? Damit ich zu Hause auch schön irgendwie Filme produzieren kann. Würdest du denn das machen wollen? Ja, ich meine, wenn ich irgendwie freiberuflich irgendwann mal wieder. Aber ja, keine Ahnung. Eigentlich. Was brauche ich jetzt? Das ist, glaube ich, so die Frage. Was brauche ich jetzt im Moment? Brauche ich eher einen Gaming-PC oder brauche ich. Oder was möchtest du? Ein Gaming-PC braucht man nicht. Also, ja, so richtig brauchen tut man es nicht, nee, ja. Was heißt brauchen? So. Ja. Alles Luxus letzten Endes, aber ja. Wofür möchtest du es denn benutzen? Das ist die Frage. Möchtest du Spiele spielen, dann lohnt sich das natürlich. Also ich meine, ich habe ja auch eher einen Gaming-Rechner. Ja. Aber das, was er hat, damit kommt er auch super mit allen Produktionssachen zurecht. Ja, das stimmt schon. Also ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, wenn du einen Gaming-Rechner hast, dann ist es das, was du machst, es sei denn, du gehst hart ins 3D und musst wahnsinnig viel große Sachen rechnen, die kompliziert sind. Aber selbst dann ist es ja vorteilhaft, einen Gaming-Rechner zu haben, weil die meistens ordentliche Grafikkarten haben und du brauchst eine dicke Grafikkarte, um mit der Grafikkarte zu rendern. Also so das aus 3D heraus, die sind ja viel schneller, als über einen Prozessor zu rendern. Ich habe wieder kein. Ah doch, jetzt habe ich meine Zeit. Wenn du zum Beispiel aus Blender mit irgendwie statt CUDA dieses über die Grafikkarte rendern, wenn du da auch vom Prozessor raus renderst, das dauert viel länger. Ja. Grafikkarten sind da echt schneller mittlerweile. Der macht das schon. Mach mal den hier. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn er so einen Rollstuhl in der Luft fährt, wenn er seine Dinger nach hinten klappt.
weißt du, so, Alter. Das Ding hat auch überhaupt keinen Spread, ne? Vor allem so auf 10 cm Entfernung. Okay. Die Shotgun hat nicht so viel Spread. Das ist irgendwie weird. Und Pistolen. Was ist das mit Halo und der immer viel zu krassen Pistolen? Die stehen halt, die haben so ein bisschen so einen Revolver-Fetisch wahrscheinlich, so einen Colt-Fetisch. Ja, wahrscheinlich. Aber dann schießen die Waffe, halt viel zu schnell. Na. Ich meine Colt, ne? Ja. Balancing. Ja, ey. Vielleicht ist es gerade das, weil die halt, keine Ahnung. Ich meine zum Beispiel Halo 5 Multiplayer. Du brauchst nur die Pistole, alles andere ist für den Arsch. Es ist halt Licht, richtig Low-Range-Karte und das hast du nie. Oder richtig große Karten. Aber ansonsten ist der Revolver bzw. Pistole immer das Optimum. Es ist halt so seltsam, dass gerade diese Waffe. Was ist das für ein verfucktes Bewegungsmuster? Ja, ja. Das ist wie Castlevania hier, ne? Welches Castlevania? Jedes, mit dem Köpfen. Ah ja, mit dem Medusa, ja. Nur das, in 3D. Das ist fürchterlich, genau. In alle Richtungen. Ja, ja. Stimmt, ey, guter Vergleich. Fuck you! Diese verdammten Medusa-Köpfe, weil vor allem in Castlevania kannst du dich ja nicht so dynamisch bewegen. Du bist ja echt mega träge in Castlevanias normalerweise. Ja. Und diese Medusa-Köpfe sind so ziemlich der Erzfeind, weil du einfach überhaupt nicht so richtig auf die reagieren kannst. Zumindest nicht, während du dich bewegst. Am besten ist, glaube ich, einfach stehen bleiben, sobald so ein Medusa-Kopf ja, in und gucken, Alter. Springen oder ducken. Also hat das jetzt funktioniert mit dem Upgrade oder nicht? Er löst sich ja offensichtlich immer noch auf. Ja, scheinbar ist es Bullshit, was man uns hier erzählt hat. Das wird erst später wichtig. Okay. Das gilt hier noch nicht. Ich darf jetzt vor allem hoffentlich nochmal alles machen. Der Generator ist da ganz oben. Na, hoffentlich. Wir müssen nur das Feld betreten, um den EM-Impuls auszulösen. Weißt du was? Wir versuchen das jetzt mal. Trotz diesen ganzen Typen hier? Ja. So, okay. Ich habe Black so auch durchgespielt. Das letzte Level bin ich einfach ganz entspannt durchgegangen. Und einfach alle Gegner halbwegs ignoriert? Mhm. Wir stellen uns da rein. Warten Sie einen Moment. Verstanden. Ja. Wir warten einen Moment. Hier drin? Okay, ja. Das ist auch gut. Wir machen Sachen mit unserem Schild kaputt. Schildenergie. Witzig. Aber jetzt ist es ein dummer Moment irgendwie. Wieso? Wir müssen doch nur auf die andere Seite kommen. Ja, ja, aber jetzt haben wir kein Schild hier gerade. Ja. Gerade jetzt. Alter, die brauchen. Waffen leer. Oh, war ja. Alle Waffen leer? Ja, natürlich alle Waffen. Oh, das wäre nicht Halo 4, wenn du nicht. Oh, gar keine Munition. Nein. Also, irgendwas Nahkampfmäßiges? Ja, ich kann den hier. Ja. Oh, Mann. Das sah gerade aus, als wenn er ein bisschen tanzen würde. Ja. Genau, das ist passiert. Oh Mann, das kann doch nicht angehen, ey. Kein Checkpoint. Oh Gott. Ich hasse es. Was ist das für ein Life? Ich weiß nicht, ob ich... Ja, wobei, Halo 5 ist ja dafür recht kurz. Ist beschissen, aber wenigstens kurz beschissen. Das hast du ja in 4 Stunden durch. Ach so. Wirklich? Ich meine, wir sind doch jetzt schon mittlerweile bei... Ja, ja, ich sag ja Halo 5. Ah, okay. Weil ich gerade überlege, soll ich wirklich Halo 5 mir auch noch antun? Puh, wir können das ja Call of Duty Black Ops nennen. Und dann, Ich spiele einfach Call of Duty Black Ops 3. Ja. Aber das ist länger. Ah, schade, schade. Call of Duty. Also so, das ist jetzt das Kampfgewehr-Äquivalent. Mhm. Dann würde ich gern auch, dass der stirbt. Ein nobler Wunsch. Das war ein fucking Magazin. Hm, kennst du zufällig einen guten, apropos PC kaufen, wo würdest du deinen PC zusammenstellen? Bei welchem Shop? KSC habe ich das gemacht. Ja, es also, gibt ja irgendwie mehrere hier in Deutschland. Es gibt ja auch irgendwie... Ja, KSC ist lustigerweise in Offenburg. Ich habe ihn über Amazon gekauft. Aha. Was richtig dumm war, aber ich habe das erst im Nachhinein gemerkt. Das ist ja dass weird. Die genau um die Ecke sind. Nee, da war jetzt kein Checkpoint, dann raste ich aber. Ach ja, das sind die von hier unten, oder? Die hier sitzen? Nee, die sitzen in Offenburg. Okay. Den habe ich ja schon eine Weile. Das hat keinen Checkpoint gehabt. Ich kotze.
Ah, das Gebiet Guck ist umkämpft. Guck mal, was die kleinen Wichser aushalten mit der Waffe. Das Gebiet ist umkämpft. Keine Checkpoints für dich. No Checkpoints hier. Ich spiele jetzt wirklich nicht hart beschissen. Ich spiele jetzt nicht gerade wunderbar, aber ich spiele auch nicht hart beschissen. Ja, und es ist wirklich der Munitionsmangel, der einen so ein bisschen fertig macht. So. Ja, und das, was das, die halt auch aushalten. Ja. What the fuck? Hast du getroffen? Ja, jetzt. Natürlich habe ich getroffen. Das Warnkreuz war doch direkt auf ihm. Ja. Das ist eine verfickte Pistole, die hat wenigstens Middle Range. So, Ilya. Was schießt der da für ein Bullshit? Das ist eine Art Granatwerfer. Sieht so aus wie diese Fangnetze. Diese. Ich werd nördisch. Wir nehmen uns jetzt diese Waffe. Drei Schuss. Ja, Land. Genau. Also erstmal hier so voll wie möglich mit Munition, bevor du da reingehst. Wir haben jetzt schon immerhin mehr wie null. Das ist immerhin, aber ey. Und hier jetzt bitte ein Checkpoint. Kontrollpunkt. Oh, deswegen hatte ich nämlich kein Schild. Das Siehst Gebiet du? War umkämpft. Ja, das ist das perfekte Ding. Es kommen sofort Gegner, bevor sich das hier regenerieren kann. Ja. Geht ja auch nicht ewig hier. Ist ja kein Call of Duty. Ich meine nicht, dass einer nicht nervig genug ist, sicherheitshalber. Einfach ganz, mal vier. Eine ganze Schwadron von diesem Du bist ja noch eine halbe Stunde beschäftigt. Naja, und die ganze Mission. Und es ist nicht so, dass sie stark werden. Du triffst sie einfach nicht. Sniper? Vielleicht besser gegen die? Auch gut. Aber kein Zielsucher, ne? Ja. Schade, wenn das so Zielsuchraketen wären, dann wäre das innerhalb von einer Sekunde erledigt, das Thema. Erledigt. Shoot. Die waren gerade perfekt in deinem Fadenface. Ja. Alter. Ja, das waren. Was die aushalten! Was die aushalten! Ich glaube, es macht keinen Sinn, mit der Sniper zu spammen, weil Sniper, naja. Naja, es ist ja auch nur ein Kampf, ich gehe da jetzt durch. Ja. Ich kotze euch. Ich kotze euch, what the fuck. Das ist, ja. Ich muss mich gleich doch ausziehen. Wie? Mir ist ganz warm. So, wir machen das Ding hier. Was dann einfach nur dumm stehen bleibt. Ich glaube, der Checkpoint hat wieder nicht funktioniert, falls es eingegeben hätte, wegen umkämpftem Gebiet. Ja, ich weiß, was hier Fusch ist. Ja. Das Spiel, das ist vor allem schon echt alt, ne? Das kam ja 2014 oder so. Was jetzt? Halo 4. 2014? Ich glaube, das hat schon nicht wieder... Nicht noch früher, 2013? Ah, ich meine 14 war's. Okay. Was halt auch schon echt alt ist. Oder? Obwohl, es könnte tatsächlich noch älter sein. Ja, ja, ich meine, recht haben. Weil, ganz ehrlich, ich war ja auf dem Launch-Event, wie bereits erwähnt, mit dem blauen Kartoffelbrei. Das Launch-Event ja, hier im Cinemax mit dem blauen Kartoffelbrei. Das bleibt dir für immer ein gutes Gedankenstück. Ja. Guck mal, die haben es aber auch nicht so eilig. Vor allem, das sind auch keine neuen Gegner. Es gab ja schon in den alten aber Teilen... Aber jetzt kannst du die Zeit nutzen, um sie wegzusnipen eigentlich. Ich habe ja keine Waffen dafür. Ach so. Beziehungsweise Munition. Ja, na klar. Goddammit. 300 Schuss ist halt auch echt nicht viel. So, warum, wie kommen wir da hin? Achso, wir laufen da. Ja, ihr gebt mir jetzt auf den Sack. Das war auch immer so in den alten Halo-Teilen eine schöne Taktik. Dadurch, dass du sehr hoch und eben floaty und lang in der Luft bist. Weil es ja immer so... Du läufst auf den Gegner zu, springst über ihn drüber und kannst dann, während du über ihn springst, auf ihn ballern. Das oder fand ich Nahkampf immer so, in der Luft. Über ja, und während so, dann hat er kein Schild mehr und du standst hinter ihm und knockst ihn weg. Das ist natürlich witzig. Das war immer so ein ganz cooler Move, den man machen konnte. So, hier die Waffe, die ist super. Jetzt nehmen wir mal das Kampfgewehr mit. So. So, hätten wir das auch geschafft. Dritter Turm. Ich meine, die Umgebung ist herrlich. Ja, das ist schon cool. Ist ganz nice. Das ist so wie so ein Concept Art, was man durchfliegt. Ja. Das ist so typisch Concept Art. Ja, so irgendwelche fliegenden Städte, irgendwelche Formen. So. Jetzt hätte ich doch gern aber mal. Was zur Hölle ist das? Guck mal, das ist die Kugel, wo der drin hockt. Mhm. Was? Wegpunkt. Aha. Schub.
Das ist auch so ein bisschen lame, ne? Ja. Es ist zu offen, dass du nicht die Geschwindigkeit nicht siehst, weil du keine Anhaltspunkt hast. Ja, stimmt. Das zu bemessen. Das wirkt träge, obwohl es eigentlich. Da gar fehlt nicht irgendwie träge. So Luft, die vorbeizieht. Ja, aber so kleine Partikel oder sowas. Irgendwas cool. Halt. Das ist auch so. What? Okay, wir haben keine Ahnung, wie sich das einfach öffnet. Wir machen es einfach total komplex. Ja. Das ist so würde ich das auch machen, Aliens. Wenn ich keine Ahnung hätte, ja. Wie sich irgendwas aufbaut. Einfach Aliens. Einzelteile, die sich reinschieben. So. Hauptsache, es bewegt sich. Ich meine, ganz ehrlich, so funktioniert ja der Transformers-Film. Ja, genau. Ja, whatever. Die Technik funktioniert schon. 1000 Bestandteile, die animiert sind. Das ist auch echt schon. Das Geilste an Transformers. Ja, das stimmt. Diese Maschinen. Ja. Und alles andere so semi. Immerhin, meine Nackenstarre ist mittlerweile entfleucht. Weiß gar nicht, warum. Weil du so viel geraged hast. Dass wahrscheinlich, ja. Es ist jetzt durch die Wärme, die in mir innerlich aufgestiegen ist, hat sich die Verspannung gelöst. Kontrollpunkt gespeichert, das ist doch mal nett. Sagen sie jetzt. Ja. Oh, shit, was ist das? What? Jump Pad. Besteuerung der Spitzen erreichen. Alter, dieses Hallo? Ding hat auch nur 14 Schuss im Magazin. Was ist das? Eine Pistole? Whoa. Da rechts sieht man das. Ja, stimmt. Na, fantastisch. Das ist cool. Das sieht schon mal ja sehr cool aus. What? Muss ich mich beeilen? Ich sehe schon, das ist so Cheap Death hier. Ach ja, keine Plattform mehr. Fick mich. Bam, 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 bam. Ach, das ist gar kein hier Sturmgewehr. Das ist auch eine Karabine. Ja, natürlich. Und da spratzt es schön. Ja gut, okay, also doch Blut, ja. Aber halt kein Menschenblut. Doch, glaube ich, hatten die auch schon drin. Würde ich mal behaupten. Ja, wahrscheinlich schon. Also, aber ich habe es halt noch nicht gesehen gehabt. Bis der Master Chief sich mal wieder aufs Maul gepackt hat. Das letzte Mal. Ich finde diese Granaten so lächerlich. Ja, das ist so 10 Sekunden später. So. Ja, vor allem dadurch, dass du siehst, wie der Radius ist, wirkt das halt so lächerlich. Bei den Dingern weißt du nicht, okay? Wo explodieren sie? Rectal, sein Kopf ist das Schwerste an ihm. Ja. Interessant. Er denkt sehr viel, musst du wissen. Kopflastig. Davor war er Dichter und Denker. Bevor er zum Didakten... zum... Nicht Propheten. Bibliothekar... Nein, auch nicht. Ist er denn jetzt? Philosoph? Nein. Er ist doch jetzt hier der... Reviver... Du hast es doch vorhin gesagt, der Reclaimer. Ja. Aber Reclaimer... Zack. Ist doch auch nur das englische Wort für... Didaktiker oder so. Übersetzer. Ja, genau. Translator. Google Translate. Was mir zum Beispiel gut gefallen würde, ist, wenn du diese Plasmabrücken, wenn da jemand draufsteht, denen Schaden zufügen könntest, so wie halt die ganzen Schilder und halt wie so ein Schild funktionieren. Das heißt, du ballerst da drauf oder schmeißt eine Granate drauf, während da Leute sind, dann geht das weg, weil es gerade keine Spannung mehr hat. Oh. Sowas wäre doch mal cool. So, dass du die Brücken kurzzeitig... außer Gefecht setzen kannst, so wie halt Schilder. Das wäre cool und dann sind da Gegner drauf und dann fetzen die alle runter. Ja. Das, sowas macht Spaß, so solche Sachen im sowas Level. Sowas wäre doch Hammer. Ja. Ja, stimmt, das Level-Design unterstützt... Also das Level-Design an sich ist nicht so... Ja, das ist nicht so... Das strotzt nicht vor Überraschungen, sagen wir mal so. Ja, das ist halt so mittelmäßig. Also du hast halt deine Gegner und du hast deine Plattform und du hast halt deine Flugsequenzen und du hast halt das Ananas. Aber ich finde, das macht es auch ganz, ganz schwierig. Die spielen nicht so richtig mit der Formel. Oder halt. Ja, es ist auch nicht interessant genug, weil es sieht halt seit Stunden gleich aus alles. Und dadurch finde ich es auch sehr schwierig. Ich weiß bei Halo 1, Halo 2 und auch bei Halo 3 kenne ich die Level und weiß, wie die funktionieren und wo ich bin und kann mir die merken, wie die aussehen und sogar, wann was kommt. Ja. Und hier ist es so, egal. Oh, der schießt nicht. Ich habe aber auch keine Munition mehr. Der wohl auch nicht. Deswegen. Doch, aber der hat ein Flakgeschütz. Das heißt, wenn der schießen würde, würde er sich auch in die Luft jagen. Was natürlich sehr smart von ihm ist. Oh, shit, was ist
Alles Flakgeschütz. Okay. Pum, pum. Grob in die Richtung. Ach, das sind wieder die Wurmmenschen. Ja. Die man übrigens im ersten Teil mit genau einem Pistolenschuss erledigen konnte. What? Wenn du sie hinten ins Rückenmark getroffen hast. Okay. War das immer instant kill, hat mich runtergeschmissen, die dumme Sau. Hm. Han Solo. Spoiler Alert. Han Solo ist dein Vater, was? Genau. I'm Solo. I'm Han Solo. I'm Han Solo. Das ist auch so eine Sache, da merkst du, da sitzen nicht die Leute von Bungie dran. Die bei Bungie hätten dir jetzt ordentliche Waffen hier gegeben. Was kriegst du? Schrotflinte. Kriegst eine Schrotflinte. Ansonsten hast du immer, wenn diese Gegner kamen, hast du vorher Waffen bekommen, wo du auch eine realistische Chance hast, die kaputt zu machen. Du musst dir überhaupt keine Sachen machen, okay? Du hast die richtige Waffe am Start. Ist die Granate gerade abgeprallt? Ich dachte, die kleben. Okay. Ja, die kleben. Ich hab so Schiss, jetzt runterzufallen. Ja. Ich glaube, ich habe eine. Ah, nee, habe ich nicht. Wow. Fick dich! Was hast du denn da? Ist das Teil der Waffe gewesen, das gerade rumgefloatet ist daneben? Das weiß ich nicht, ich habe nichts drauf geachtet. Das waren so kleine, zwei kleine Stückchen irgendwie. Ach, hier ist die Flak. Hier besteht doch alles so aus Cyberstückchen. Cyberstückchen? Hm. Ja, alles baut sich irgendwie zusammen aus irgendwelchen Formen. Ja, ja. Das meine ich, ja genau, dieses Visier da oder was auch immer das ist. Cyberstückchen halt. Cyberstückchen. Du weißt, was ich meine. Jetzt auch von Kellogg's. Ja, genau. Nur echt mit dem Cyberstückchen. Alter. Das ist auch so das Lähmste auf so einer Plattform, wo du runterfallen kannst. Einfach was ist das? Dicht spammen mit den. Guck mal, jetzt sind sie gestorben. L-Damage also der Damage-Output ist auch echt strange teilweise. Ja. Teilweise schlucken die mehrere Magazine. Boah, das ist wie bei Ocarina of Time. Ist das so? Oh, ja, da wirst du auch in so einen Tunnel gesaugt, wenn du den Endboss besiegt hast, aber nur. Okay. Winke, winke. Guck mal, es ist genau das gleiche Level, nur höher. Oh Mann, das ist irgendwie traurig, ich weiß nicht. Das kann es doch nicht sein, Leute. Was erzählst du? Okay, nee, guck mal, sieh mal einer an. Surprise. Ja, wir haben sich schon überlegt, okay, wenn wir schon genau das gleiche machen, wenn wir schon copy-paste, dann können wir das ändern. Wir haben noch andere Waffen. Nein, nein, das haben wir schon die ganze Zeit gemacht. Ja. Ja, das ist nett. Ja. Fragt sich, wie lange. Ja. Wir sind auch schon wieder hart über der Zeit, aber wir machen jetzt noch den Abschnitt. Mhm. Sonst passiert ja sonst nichts. Bra. Oh Mann! Bin ich wirklich so kacke? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. So. Stelle ich mich wirklich gerade so bescheuert an? Na, was erwartest du? Oder ist es. Können wir uns auf einen Kompromiss einigen? Ich bin nicht der Geilste. Oh. Down. Alter. Diese Geschütze. Ich weiß auch nie, bei welchen Teilen diese Teile noch diese Plasma-Teile haben. Ich finde es interessant, dass die Teile auf einmal ein Schadensmodell haben. Also so richtig. Hat der Chief ein Schadensmodell? Nee, nee, ne? Das wäre irgendwie aber geil. Fahrzeuge haben in der Regel eins. Scheiße. Wow. Schön in der Ecke gelandet. Ast rein. Lass den da liegen. Ach, Chief. Ach, Chief. Schöne Drehung. Master Chiefchen. Und seine unglaublichen Abenteuer in Cyberstückchenland. Ja. Ich weiß auch echt nicht, was in diesem Spiel mich mehr nervt an Gegnern. Erstmal die Geschütztürme oder was auch immer. Ja, wir sind hier fertig. Flieg durch die Tür, das ist die einzige Lösung. Fucking. Okay, ja, das hat funktioniert. Lauf, lauf! Lauf, Lampe, lauf! Das Gebiet ist umkämpft. Checkpoint gibt's nicht. So. Oh, doch. Ah, Überraschung. Laden erledigt. Das ist doch mal ein guter Punkt, oder? Auf jeden Fall. Nice.
Und hier hören wir mit leichter Überziehung mit der 8. Folge auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet Unterhaltung mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet die Rage mitspüren. Ich muss mich jetzt erstmal lüften. Okay. Ganz, ganz furchtbar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Teil 9. Bis dann.